Und moin, ich bin's wieder, eure Anne-Hilde. Heute wird geköpft, heute kommt die Rübe ab, also es ist nichts für nervenschwache Menschen. Und ihr seht schon, ich habe mich hier schon mal mit vielen, vielen Eiern bestückt. Das sind Gänseeier, das sind Hühnereier und die brauchen wir heute. Ich möchte euch heute nämlich zeigen, wie wir daraus einen wunderschönen Eier-Frühlingskranz machen. Und dafür müssen wir die Eier köpfen. Also für alle Nervenschwache jetzt bitte wegschauen. Ein Brotmesser. Und es funktioniert sogar. Aber man kann es natürlich auch mit ein bisschen Gefühl machen. Das möchte ich euch nämlich jetzt auch eben zeigen. Die haben ja hier oben immer ein Loch, ne, damit sie den Inhalt da rauspusten können. Und dann knibbeln wir das hier einfach mit dem Messer so ein bisschen mit Gefühl aus. Dann kann auch nichts kaputt gehen, denn beim Köpfen, das ist ja schon eine ganz harte Methode. Da kann auch mal das ein oder andere Ei zu Bruch gehen. So, ich pule jetzt meine Eier hier nochmal so ein bisschen aus. Ich brauche nämlich so ein paar mehr, so circa, keine Ahnung, so 10, 11, 12 Stück. Nimm dann einmal die Gänseeier und die Hühnereier und dann legen wir gleich auch schon los. So, ich glaube, ich habe jetzt genug Hühnereier. Es reicht und Gänseeier. Sie sind quasi jetzt alle enthauptet worden, liebevoll kopflos. Aber so wollen wir sie auch haben. So, und dieses, was hier an Schale übrig geblieben ist, das schmeiße ich auch nicht weg. Das brauche ich nochmal irgendwann als Deko, so ein bisschen dazwischen zu streuen. Also behalten wir das natürlich jetzt auch. So. Lege ich mir erstmal zur Seite. Vielleicht brauche ich sie auch gleich schon für eine Deko. So, jetzt wollen wir natürlich einen Eierkranz machen. Wie machen wir das? Wenn wir das jetzt so hinstellen, kippen uns die dauernd um. Hier unten ist keine Standfläche drunter. Also wird es so sicherlich ein bisschen schwierig werden. Aber wenn wir es ganz toll machen wollen, dann nehmt ihr doch eure Kuchenform von zu Hause. Da könnt ihr die so in der Reihe reinlegen und ankleben. Ich zeige euch gleich, wie es geht. Ich habe meine Kuchenform nicht wiedergefunden. Ich befürchte, sie steckt irgendwo in meinen Weihnachtskartons, wo ich dann meine ganze Deko reingepackt habe und ich sie dann am Ende oder irgendwann in diesem Jahr wieder rausholen werde und dann, aha, da ist sie. Aber da habe ich mir gedacht, um das jetzt mal ganz irgendwie anders zu machen oder wie wir es jetzt machen, also improvisieren, ne, das ist ja eigentlich auch immer ganz witzig, nehme ich die Wieners Cake Stirs von Mimode, ne? Die hat meine Mutter mir gegeben. Also ich befürchte, dass ich zu Weihnachten jetzt keine Kekse mehr kriege, weil da waren nämlich immer die guten, selbstgemachten Kekse drin. Ne? Aber naja, egal, das benutzen wir jetzt dafür. Also könnt ihr auch irgendwie eine andere Schale benutzen, die einen schönen geraden Rand hat. Da geht das auch drin. Ne? So, jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir da in der Mitte ein Innenleben kriegen, damit das so ein bisschen gestützt ist, damit wir auch die Rundung schön hinkriegen. Dann nehmt ihr einfach ein Knüdel Papier. Das geht super. So, das drücken wir jetzt ein bisschen zusammen. Und jetzt fangen wir an. Nehmen wir auch als erstes ein Gänseei, legen das hier so ein bisschen an, gucken, ja, es passt. Und dann ein bisschen Heißkleber und dann stellen wir es da unten so ein bisschen dran und dann kommt schon ein Hühnerei. Dann nehmen wir nochmal ein kopfloses Ei. So, das kommt dann hier als nächstes dran. Und so arbeiten wir uns jetzt weiter vor, bis wir einmal rundherum in der Runde sind. Oh, guck, hier ist auch noch so ein bisschen Schale drin. Die brauchen wir dann auch nochmal. Und jetzt kommt schon wieder ein Gänseei. Und das klebt ja relativ schnell fest. Ne, ihr wartet immer einen Moment und dann geht es so weiter. Dann kann man das Papier auch dementsprechend immer so ein bisschen ranformen. So, man sieht jetzt schon hier diese erste oder die erste Hälfte des Eierkranzes. So, und mit dem Papier, das knüdeln wir einfach nochmal wieder so ein bisschen zusammen. Und ihr seht schon, es hält schon ein bisschen. Dann kann man nämlich hier, es knüdelt sich immer wieder auseinander. Und daher kann man das mal zwischendurch so ein bisschen wieder in Form bringen. So, ein bisschen Heißkleber dran, ran an das Hühnerei. So, und ich würde auch auf jeden Fall hier mal so ein bisschen Abwechslung machen, ne? Nicht immer zwei Hühnereier, ein Gänseei, zwei Hühnereier, ein Gänseei. Nein, wir machen das mal so ein bisschen abwechslungsreich. Ruhig mal immer so eine Zweiergruppe. So, schaut mal, wie gut das geht, ne? Manchmal ist das ja wirklich so. Dann suchst du irgendwas zu Hause, ne? Und findest das einfach nicht wieder. Und dann muss man sich halt mit solchen Ideen helfen, so ein bisschen improvisieren. So, hier nochmal ein Hühnerei. So, und jetzt merken wir gleich, aha, hier passt gleich kein Hühnerei mehr zwischen. Nun warten wir einen ganz kleinen Moment. Ja, ich glaube, das können wir jetzt schon fast rausnehmen. Ja,
Ah, der kippt jetzt um, das macht nichts, den stellen wir jetzt nochmal dran. Jetzt warten wir einen ganz kleinen Moment, dass das so einigermaßen fest sitzt. Na, hier müssen wir noch ganz minimal warten. Ah ne, der klebt gar nicht fest hier, ich bin nicht ganz rangekommen. Na, den müssen wir nochmal nachkleben, da muss nochmal ein bisschen Kleber nachgepackt werden. Ja, seht ihr, braucht ja auch gar nicht viel, ein ganz kleiner Klecks reicht schon, weil die Eier echt gut aneinander kleben. So, jetzt gucken wir mal eben, jetzt nehmen wir das mal eben raus. Und ihr, ja. Und ihr seht ja, hier fehlt jetzt was und das ist jetzt wirklich gar nicht schlimm. Wir machen das nämlich jetzt einfach mal so dazwischen. Und fertig ist der Eierkranz. Und jetzt geht's ans Dekorieren und das wird wirklich der Knaller. Und ihr seht, es sitzt sogar richtig gut stabil ineinander, ne? Und man kann ihn auch gut mal von der einen Seite zur anderen hinstellen. Ja, ich möchte es aber jetzt gerne auf dem Tablett haben, damit das auch so ein bisschen abgerundet ist. Dann stelle ich das hier drauf. Ja, guck mal her, wie schön das jetzt schon hier oben drauf ausschaut. Dies ist mein tolles Drehtablett, ne, damit ich vielleicht gleich, wenn ich es nicht vergesse, auch noch mal so ein bisschen rundherum drehen kann. So, jetzt geht's ans Dekorieren und da gibt es wirklich einige Möglichkeiten. Ich werde euch natürlich am Ende noch mal so ein paar andere Beispiele zeigen. So, aber ich habe mir gedacht, hier machen wir jetzt so ein bisschen was Natürliches rein. Und fang mit den großen Gänseeier an, da kommen gleich ein paar Knollen rein. Und wenn das eine oder andere Ei, die Öffnung noch ein bisschen zu klein ist, dann knibbel dir einfach mit dem Messer so ein bisschen nach. So, ich lege mal da unten so ein bisschen Moos mit rein. So, hier in diese Gänseeier, mal gucken, habe ich überhaupt genug Knollen da? Ich glaube, ich habe bloß drei, aber das macht nichts. Da kriegen wir für das andere auch noch eine andere Idee. So, da habe ich schon mal die Muscari-Knollen so ein bisschen auseinandergenommen. Da unten ist jetzt ein bisschen Moos drin. Da kann man dann auch schon mal so ein bisschen Wasser mit reinmachen, minimal, damit die Wurzeln nicht so austrocknen. Hier mit Moos nochmal so ein bisschen nachstopfen, ganz vorsichtig sein. Also ich darf heute auch nicht so grobmotorisch arbeiten, was bei mir oft der Fall ist. So, dann tun wir mal hier auf die andere Seite die andere Knolle rein. Ja. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt geht es nämlich ran ans Kochen. Eiergerichte ohne Ende. Ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht, was es da alles so gibt. Also wir fangen morgens zum Beispiel mit Rührei an oder mit unserem Frühstücksei. Da hätten wir schon mal die ersten zwei. Dann geht es mittags los mit Eierauflauf, Eier auf Kartoffel, Eierpfannkuchen gibt es da. Und zum Nachtisch, da macht ihr schön Eierschaum in den Pudding rein. Also dann haben wir am Tag mindestens schon 4, 5, 6 Eier aufgebraucht. Und die Familie muss jetzt einfach mal tapfer sein. Die nächsten 2 Wochen gibt es viele, viele Eiergerichte, aber dafür gibt es auch richtig tolle Deko. Ja, das macht nämlich gerade total viel Spaß. Jetzt der Frühling ist da und da muss man natürlich auch mit solchen Sachen jetzt in der Deko arbeiten. So, hier noch mal ein bisschen Moos rein und schön zustopfen und dann sitzt das auch richtig schön stabil. Der hängt ein bisschen zur Seite. Den drehen wir hier noch mal ein bisschen durch die Blätter ein, so passt das ideal. So, was wollen wir jetzt hier überall noch mit reinarbeiten? Ich habe mir dann überlegt, wir müssen mal so ein bisschen mit Frische arbeiten, mit frischen Blumen. Ich muss das mal wegpusten. Warte mal, das muss erstmal weggepustet werden. Ich mag das ja alles ganz gerne, aber ein bisschen Ordnung muss manchmal sein. So, ihr seht ja, guck mal, wie einfach man das so zur Seite stellen kann. Ja, was nehmen wir da? Erstmal müssen wir die kleinen Eierschalen hier mit Wasser befüllen und dann nehme ich jetzt meinen alten Krug hier ein bisschen was rein. Braucht auch nicht jedes Ei, wir gucken mal so ein bisschen Abwechslung, nachher kann man immer noch mal wieder so ein paar nacharbeiten, aber wir fangen erstmal so an. Ja, ich glaube, das reicht erstmal und bestücken die jetzt mit ein bisschen frischen Blumen. So, was haben wir hier denn alles? Hier haben wir noch ein schönes Gras. Das darf hier rein, das muss schön kurz geschnitten werden und die halten da drinnen wirklich, wirklich lange. So, ich habe ja auch noch was anderes hier, ich hätte schon wieder fast vergessen. Buchsbaum, ah, mein Geschwupp hier, das habe ich mir ja extra vorhin noch geschnitten bei mir im Garten, das kann man nämlich vielleicht auch noch gebrauchen. Buchsbaum, finde ich, gehört einfach zum Frühling dazu. Da kommt so ein Tuff jetzt mit rein. Guck, diese schöne, frische, kräftige, grüne Farbe, die ist doch mega, oder? Wir können natürlich hier auch mal bei der Muscari noch mal so ein bisschen was reinstecken. Dann hier Anemonen. Oh, wenn die aufblühen, die sind so schön. Guck mal, wie niedlich das aussieht. Dann machen wir es hier noch mal auf die Seite rein. Zack. Ihr kennt mal, ne? Ganz kurz, ne? Oh, wie süß. So, was habe ich hier noch? Ach komm, ich zeige euch das mal eben.
Ich habe mal bei uns ein bisschen geräubert im Gartencenter. Ja, Stiefmütterchenblüten, die ersten, sind die nicht toll? Ach, ich liebe diese Pflanzen. Also die sind einfach nur schön. Die habe ich als Kind schon immer bewundert und ich finde die einfach klasse. So, ein paar kurze Asternblüten, auch die können wir noch mal, ja, hier so mit rein. Guck mal, noch immer zu lang der Stängel, ne? Kann man noch was abschnippeln. Ganz kurz, noch, immer noch zu lang. Verrückt, ey. Guck mal, ja, süß. Oder hier, vergiss mal nicht. Ihr seht, es wird diesmal so ein bisschen im hellblauen, blauen Ton gearbeitet. So. Hier auch noch mal mit rein. Wir verteilen das einfach mal so ein bisschen. Hier, ein Mini-Stiel-Eukalyptus, der bei uns auf dem Fußboden lag, der natürlich, ja, manchmal muss es bei uns im Gartencenter einfach schnell gehen. Und da kann man nicht jeden kleinen Stiel aufbewahren. So, aber die muss noch irgendwo rein, die Stiefmütterchenblüte. Auch die hier, schaut mal, ne, was für hübsche Gesichterchen die haben. Die stellen wir hier nochmal oben ins Gänseei rein, da so ein bisschen an der Seite rausgucken lassen. Und ich glaube, wir können das fast schon so lassen. Ich habe hier noch so eine Ranunkelblüte. Nö, ich hatte noch ein paar Sachen mehr mitgebracht, aber die brauchen wir gar nicht mehr. Ich stelle das schon mal direkt gleich zur Seite. Ich glaube, so kann man schon fast lassen. Diese restlichen kleinen Eier, die jetzt leer stehen quasi, sollen natürlich nicht leer stehen bleiben. Da packen wir jetzt einfach ein bisschen Graumoos rein oder, ach ja, wir können natürlich auch, wartet mal, hier so ein bisschen von dem Thymiangrün, ne? Das ist so richtig schön verästelt und das stecken wir jetzt hier noch mit rein. Ja, genau, das sieht auch gut aus. Ihr könnt gucken, was ihr habt. Da müsst ihr einfach mal ausprobieren. Und glaubt mir, da entstehen die tollsten Sachen raus. Man muss immer nur rum, hin und her probieren. Das wird echt mega. So, warte mal eben. Hier machen wir noch mal ein bisschen Buchsbaum hin. Und ich denke, so lassen wir das jetzt schon mal. Dass die Eier, der Eierkranz ist wunderschön bestückt. Aber das Restliche, das muss jetzt auch noch richtig schön dekoriert werden. Ha, schön. So, nun könnt ihr natürlich euren Eierkranz so auf den Tisch stellen. Sieht auch ganz hübsch aus, wenn man jetzt nicht so ganz viel Platz hat. Oder ihr stellt das auf so ein Tablett, wie ich das gerade schon mal drauf stehen gehabt habe oder noch drauf steht, ist ja auch egal. Und dann dekorieren wir das schön naturhaft. Weil dann kann man noch so ein bisschen was drumherum arbeiten. Und das ist natürlich bei mir aus der Buchsbaumhecke. Da wuchert noch so ein bisschen die alten Wicken vom letzten Jahr drumherum. Und die habe ich mir einfach so ein bisschen rausgezogen. Und das legen wir jetzt hier einfach mal drumherum. Oh, mein Thymianzweig ist da so ein bisschen drin verhakelt. So, muss nicht so ganz viel sein. Das kann ruhig ein bisschen weniger sein. Ich brauche mal eine Papierschere. Wo ist denn die geblieben? Britta, such mal immer eine Papierschere. Ich brauche mal eine Papierschere. Ja, ich dachte, heute wäre ich richtig super gut vorbereitet. Ich habe mir ja alles hingepackt, aber irgendwie ist es verschwunden gegangen. Ist sie überhaupt da? Nee. Nee, dann hier müssen wir das irgendwie anders machen. Das kriegen wir auch hin. Dann muss ich noch ein bisschen mehr falten. So, das Wegschneiden geht ja immer so schön einfach und so schön schnell. So, egal. Wir kriegen das auch so hin. Dann habe ich hier eine schöne Efeuranke, so eine schöne dunkelgrüne. Die lege ich mir hier auch noch so ein bisschen drumherum. Und das Tolle bei dem Tablett ist jetzt, diese schöne Kante, diese Metallkante, die hält das auch so ein bisschen. Ne? Dann habe ich hier noch so ein paar Zweige. Einmal nur hier so rein, nicht so viel. Also es ist ja schon, der Kranz soll ja auch wirken. Ne? Guck mal, müssen wir das mit den Händen abmachen. Ich schneide das gleich ab nachher, ist auch egal. So, dann hier noch mal so ein paar Buchsbaum-Tuffs, einmal hier rein und auf der anderen Seite, guck, man braucht ja fast gar nichts, ne? Das ist ja wirklich minimal an Material. So, was haben wir denn hier in der Mitte? Da nehmen wir jetzt mal ein bisschen Moos, so ein Tuff Moos. So, jetzt kann man hier in der Mitte eine Figur reinstellen. Ich habe gedacht, vielleicht ein Häschen rein, so eins. Nee, der ist mir ein bisschen zu groß. Man kann auch sowas hier reinstellen, man braucht auch gar nichts in die Mitte reinstellen, sieht so auch schön aus, aber ich glaube, wir nehmen das Häschen hier in klein. Ein Häschen darf jetzt schon ruhig sein. Ah, das reimt sich sogar. Toll. So, ein paar Federn. Guck mal, einfach so runterwehen lassen. Na gut, der ist jetzt hier oben gelandet, der soll ein bisschen unten landen. Aber wie schön. Das sieht ja richtig echt aus, als wenn das wirklich so die Federn da so hingeweht sind. So, und dann noch ein paar Wachteleier. So, das Moos muss noch ein bisschen weiter runter. Einfach nur ein, zwei, gar nicht so viele. Da noch eins und da noch eins. Und ich würde sagen, Leute, es ist fast schon fertig.
Doch, so können wir das echt lassen. Der muss jetzt echt noch mal so ein bisschen bearbeitet werden. Da kommt gleich ein Zweig rein, dann hängt er auch nicht so zur Seite aus. Und ich finde, das sieht richtig, richtig niedlich aus. Also eine wunderschöne Eierdekoration. So, jetzt drehe ich auch noch mal mein Tablett. Ich vergesse das meistens immer. Und schaut mal her, wie schön das ausschaut. Aber ich habe noch ein paar andere Ideen, die zeige ich euch gleich noch. Und da ist sie schon, meine ganze große Eierparade steht bereit und ich möchte euch jetzt noch mal so ein paar Ideen zeigen. Ich lege das mal eben zur Seite oder stelle das mal zur Seite und fange mit einem sehr ähnlichen gemachten an. Also das ist eigentlich genauso wie gerade eben mit den frischen Blumen, nur hier habe ich jetzt künstliche Blüten und Zweige verwendet. So, den müssen wir noch mal ein bisschen gerade nachstecken. Und ich finde, auch das ist sehr niedlich, auch in den Farben hellrosa, eine sehr leichte Farbe. Ja, und das kann man so hinstellen, braucht sich da gar nicht drum kümmern und sieht auch zauberhaft aus, finde ich. So, jetzt kommt das nächste. Dann haben wir hier nochmal eine Mini-Eierdekoration. Da habe ich jetzt einfach einen Mooskranz genommen. Hier eine in der Mitte, ich glaube, das ist ein Gänseei. Es gibt auch ein paar Hühnereier, die auch schon recht groß sind. Da habe ich jetzt ein paar frische Ranunkelblüten reingesteckt, die noch so richtig schön aufblühen. Hier jetzt diese schönen braunen Hühnereier mit ein bisschen frischen Blumen, ein bisschen Schleierkraut und hier diesen wunderschönen Asternblüten. Auch die sind immer sehr, sehr schön, halten gut, draufgeklebt und noch so ein bisschen drumherum dekoriert. Und ich finde, auch das ist eine niedliche, kleine, schnelle Deko. So, das ist schmutzig geworden hier, das muss noch mal ein bisschen weg. So, dann habe ich hier noch mal einen Eierkranz mit frischen Blumen. Das ist ein Tablett, wo in der Mitte dann ein Spitzkerzenhalter ist. Und ich fand, der ist genau toll. Auch zum Frühjahr kann man ruhig noch mal die ein oder andere Kerze anmachen. Und hier habe ich jetzt so ein bisschen gemischt gearbeitet. Hier so ein bisschen mit künstlichen, zarten Blüten, fällt gar nicht auf. Und hier an den Seiten mit frischen Blüten. Und auch das finde ich ganz hübsch, auch noch mal ein paar Zwiebelknollen. Da habe ich natürlich jetzt die künstlichen genommen, weil die echten doch manchmal ein bisschen riechen, wenn sie länger in der Wohnung sind. Und auch das ist eine nette, nette Frühlingsdeko. So, aber wenn jetzt einer sagt, ich habe es gerne so ein bisschen lang auf dem Tisch gearbeitet, dann nimm doch einfach sowas. Da habe ich jetzt das Tablett, was hier so eine Holzkante hat, einfach umgedreht und dann versetzt die Eier draufgeklebt. Ne? Also aneinander gereiht, hier auf dem Tablett noch so ein ganz bisschen befestigt und dann einfach so ein bisschen ausdekoriert. Hier jetzt mal mit so einem kleinen Mini-Tetra-Tet-Narzissenblüten, hier ein kleines Häschen. Ne? Und ich finde auch das ist ganz nett geworden, schön naturhaft. Ne? Oder eine Einzelei, eine kleine Platte drunter und hier oben ein bisschen mit Blüten bestückt. So ihr Lieben, jetzt seid ihr dran. Seht zu, dass ihr jetzt ganz, ganz viele Eiergerichte macht, damit ihr viele, viele Eier habt zum Dekorieren, zum Schönmachen. In diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß und liebe Grüße aus Ostfriesland von Annehilde und Britta, der Kamerafrau. Tschüss! Tschüss! Und wenn ihr noch nicht genug habt von mir und meinen naturhaften Ideen, dann abonniert doch gleich meinen kostenlosen YouTube-Kanal. Damit ihr nichts mehr verpasst, dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und ich habe natürlich noch ganz, ganz viele Ideen. Das findet ihr unten hier in den Videos.